AIDA Diva war wirklich ein Quantensprung für das Unternehmen. Wir hatten ja vorher von 1996 bis 2003 die damals noch sehr kleine AIDA-Flotte aufgebaut und haben uns dann Gedanken gemacht, natürlich, wie soll es weitergehen. Wir wollten nicht einfach nur das alte Konzept einfach nur größer machen, sondern wir wollten die Idee von AIDA noch weiterentwickeln, Menschen noch mehr zusammenzubringen, noch interessanteren, vielfältigeren Urlaub zu machen und sind dann auf Ideen gekommen, wo wir Räume noch ganz anders gestalten wollen, noch multifunktionaler machen wollen. Thematik, Urlaub in einer anderen Art zu genießen, sollte weiterhin das Thema sein. Da stand aus, dass auf diesem Schiff mehr Außenbereich, mehr Balkon, mehr Zest of Life geschehen sollte. Ja, die Herausforderung war, letztendlich das, was schon vorhanden war, nochmal einen draufzusetzen. Und wir wollten Vielfältigkeit. Wir wollten also deutlich über das, was wir bisher gemacht hatten, hinausgehen. Wir wollten Dinge auch noch größer, noch interessanter machen. Wir wollten also wirklich also auch Wow-Effekte und auch etwas, wo man wirklich einen tollen Urlaub erlebt, wo das aber auch Spaß macht. Und dann haben wir Stück für Stück das entwickelt, was dann nachher AIDA Diva geworden ist. Für uns war es wichtig, dass wir ähnlich wie in einer Stadt einen zentralen Punkt schaffen, einen Marktplatz. Es gab vorher schon Atrien und es gab Theater, aber das so konsequent zusammenzulegen, war ziemlich revolutionär. Von der Architektur an sich war es natürlich eine Herausforderung, weil wir einen Keil in das Schiff mitten geschnitten haben und wir mit der Werft lange, lange reden mussten, bis wir dieses umgesetzt bekam. Ja, also es gab damals von AIDA Cruises eine Ausschreibung, dass jede Frau, die in Hamburg geboren ist, sich als Taufpatin bewerben konnte. Und da ich damals schon eine große Beziehung zu AIDA hatte, habe ich gedacht, das kann ich doch machen. Es war ja zu der Zeit damals die größte Schiffstaufe der Welt. Also sowas gab es ja damals noch nicht. Am Tag der Taufe war der Hafen mit Menschen Massen gefüllt. Das konnte man erst gar nicht so erahnen. Erst als wir auf diesem Taufschiff praktisch zur Diva gefahren sind, hat man diese Hunderttausende von Menschen gesehen, die da gewartet haben an der Pier und fotografiert haben und geschaut haben und schon so auf dieses Ereignis gewartet haben. Also das war einmalig. Also das Schiff hier auf der Elbe dann inszeniert zu sehen und dann zu wissen, jetzt geht's los. Jetzt kommen die Gäste an Bord und wir waren natürlich alle unheimlich gespannt, wie die Gäste das Schiff empfinden werden. Also das war wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ich glaube, die AIDA Diva war ein ganz wichtiger Meilenstein auf diesem Weg. Und ich glaube, wir haben das auch sehr gut geschafft, immer wieder umzusetzen, dass der Gast für das, was wir machen, was wir uns ausdenken, immer im Mittelpunkt steht. Weil schließlich geht es hier um die schönste Zeit des Jahres für die Gäste. Und das wollen wir sie natürlich auch spüren und genießen lassen.